Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chaos auf Diponia mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Geht das schon? Scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut. Sind wir jetzt hier? Ich habe aber noch so viele Sachen. Kannst du dich nochmal in das Planschbecken stellen? Na klar. Nochmal? Und jetzt? Jetzt nimmst du diesen Regenschirm hier. Okay. Da passiert nichts. Den Sender, ich gebe ihr mal. Hast du Hunger? Sag jetzt nicht, du hast heimlich für mich gekocht. Nicht direkt. Hast du etwas gebacken? Torte? Früchtekuchen? Ich verrate es dir später. Es soll eine Überraschung werden. Dahin gehen brauche ich nicht. Denn wenn ich jetzt darauf gehe, dann. Dann wollen wir mal. Wird ja wieder der Blitz einschlagen, schätze ich mal. Weil der schlägt ja nicht bei Gol ein. Also das ist für mich der einzige Sinn, auch wenn das sehr gemein ist. Aber das passt ja nun mal zu Rufus. Aber. Aua. Du hast recht, das klappt so noch nicht. Ja, sag ich doch. Ist ja nicht mehr viel, was ich machen kann. Jetzt müssten wir irgendwie diese Duftbäume über deinem Kopf befestigen. Etwa so. Warum? Wie schön! Wie Grill-Donnerstag-Baumschmuck. Was hat sie gesagt? Wie Grill-Donnerstag? Das funktioniert aber immer noch nicht. Kann ich hier jetzt noch irgendwas mitmachen? Oder wozu haben hier, wir den Scheiß noch? Das wirst du brauchen. Ach, jetzt nimmst du's. Wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück. Kaum zu fassen. Da schlägt aber immer noch kein Blitz ein. Na, wir probieren's mal. Dann wollen wir mal. Der Plan hat nicht funktioniert. Aua. Aufklettern kann ich nicht. Soll ich jetzt den Sender hier auf den Punkt machen? Geht das jetzt? Ach so. Ach, dann klappt das. Das hat ja richtig gut geklappt. Was hat gut geklappt? Passt du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry. Ich muss kurz geblinzelt haben. Wir können zum Kutter. Jetzt bin ich ja mal gespannt, die wenn ich auf die... Torpedodelfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Na, gut. Dann wollen wir mal. Da ist das Tauchboot. Wer schwimmt denn da? Jagd kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Ja, wie geht das denn jetzt? Der schwimmt vorwärts. Kann ich nur was mit diesem hier machen? Ach, hier. Sie weicht aus. Oh, scheiße, was mache ich denn hier? Aha. Jetzt geht er nach oben. Wenn der jetzt da oben wäre. So. Oh, was drücke ich denn? Ich habe mich verdrückt. Kann ich das nochmal neu setzen? Verlassen? Überspringen? Nee, kann ich nicht. Komm mal hoch.
warum drücke ich da immer drauf? Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Du komm mal hoch hier. Wir werden sie einkesseln. Hier. Das war gut. Du auch. Warte mal. Wir kriegen dich in die Enge. Ich muss sie einfach nur in die Enge treiben. Und dann hat sie kaum noch eine Chance. Wartet mal, den können wir so rumdrehen. Den drehe ich so rum. Du gehst dahin. Du da. Du da. Du drehst dich. Du dich auch. Tu ich auch. Ein nach oben. Ein zur Seite. Ein. Oh nein! Scheiße. Nee, ist ja nichts passiert. Ich wieder verdrückt. So, zurück. Oh. Sie weicht mir aus. Ach, sie kann auch diagonal ziehen? Das wusste ich nicht. Jetzt kann sie aber... Die kann tatsächlich diagonal ziehen. Oh Mist, jetzt ist sie raus. Habe ich mich zu früh gefreut. Die kann diagonal ziehen. Ah, falsche Richtung. Mist. Oh, schon wieder. Das müsste jetzt aber richtig sein. Und das auch. Ach so. Jetzt muss ich die wieder drehen. Warte mal, warte mal, warte mal. So. Und so. Und so. Jetzt nach oben. Du auch. Ah, jetzt weicht sie nach unten aus. Mist. Ich glaube, sie weicht jetzt nach unten aus. Ja, wusste ich doch. Wartet. Jetzt ist der dran. Der kann nur geradeaus. Ach, ganz schön Blödsinn, ich weiß. Ich muss mich hier konzentrieren und du so und du so. Jetzt erstmal nach unten. Du so. Unten. Zur Seite. Ich hoffe, das macht Sinn hier. Wartet mal. So rum. Nach unten. Nach unten. Nach da. Warte mal, warte mal, warte mal. So rum. Jetzt kann der runter. Jetzt könnte sie dahin ausweichen, wenn ich jetzt runtergehe.
Wartet mal. Ach, jetzt habe ich mich verguckt. Ach so, das geht ja nicht. Scheiße. Dann drehen wir dich mal so rum. Und dich drehen wir so rum und du vorwärts. Ich muss genau überlegen, wie rum ich sie drehe. Das ist ganz schön knifflig. Ich bin auch nicht wirklich gut in solchen Spielen. Dann geht sie ja nach oben. Ja, genau da geht sie hin. War klar. Jetzt kann ich mit dem hinterher. Jetzt kann ich mit dem hinterher. Und der muss sich drehen. Wie rum muss der sich drehen? Wir müssen sie irgendwie in eine Ecke treiben und einbauen. So rum würde ich sagen. Du kannst einen nach vor, du kannst einen nach vor, du kannst einen nach vor. Drehen. Einmal so rum. Einmal so rum. Noch einen nach vor. Nach oben, drehen. Nach oben, nach oben, nach oben. Ah, sie geht wieder da hinten hin. Ich gehe hier noch einen höher. Der muss noch einen höher. Der kann schon dahin, der kann dahin. So, jetzt muss ich genau überlegen. Mit dem... Ach was, ich habe mich wieder verguckt. Ich wollte den drehen. Scheiße. Der muss geradeaus durch. So. Der kann einen nach hoch. Der kann auch einen nach hoch. Der muss Platz machen. Der kann einen nach hoch. Dreh dich. Die schlüpft mir jetzt weg, wenn ich jetzt den Platz verlasse hier. Wartet mal. Ich drehe die mal einfach so. Der zweite Fisch fehlt. Mist. Ich kann auch nicht aussetzen. Ich kann keinen Zug aussetzen. Sie ist mir entwischt. Scheiße. War klar. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber es ist auch ein bisschen kompliziert. Vor allen Dingen, wenn ich immer verdrehe. Wo ich. Mit welchem. Vor allem ich nicht darauf achte, mit welchem Fisch ich drehen kann oder mich bewegen kann. Du die mal so hoch. So. Ah! Scheiße. Ich mach mal einen kurzen Stopp und melde mich wieder, wenn ich sie eingekesselt habe. Das wird, glaube ich, auf Dauer zu langweilig. Ich melde mich gleich wieder. Bis gleich! Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier hochziehe, ach so, da bin ich wieder übrigens, wenn ich jetzt hier hochziehe, dann springt sie hier hin, dann könnt ihr hier mit den Delfinen drauf schießen. Mal gucken, ob das klappt. Kacke, das klappt nicht. Ah, super.
wieder alle... Oh, nee. Ey, das ist ja ein Gefummel hier. Warte mal. So. Nee, das war wieder der Falsche. Oh. Nach welchen? Ich habe auch... Ach so. Der auch. So, wartet mal. Der kann... Nach welchem Zug? Wenn ich den hier... Warte mal. Aha. Na, wenn der hier gekommen ist. 1, 2, 3. Der kann noch einen nach unten. Jetzt müsste sie auch setzen. Gut. Vielleicht kriege ich sie da. So kriege ich sie nicht. Ich habe mich schon wieder verguckt. So, der muss ich jetzt drehen. Der kommt nach unten. Der kann auch einen nach unten. Ich darf den da jetzt nicht wegbewegen. Ich will den da drinnen haben. In der Linie. Denn von dort und dort und dort. Wir müssen sie irgendwie hier einbauen. Das kann nur gehen, wenn wir hier diese drei Felder besetzen. Dann kann sie nirgendwo mehr hin. Das ist der Plan. Jetzt kannst du dich zurückdrehen. Du in die Richtung. Und du auch in die Richtung. Ein vorwärts, ein vorwärts. So, du musst dich so drehen. Das habe ich gewusst. Jetzt wird sie da oben wieder... Ah, scheiße. Wartet mal. Wir müssen sie irgendwie... Sie kann ja... Nee, wenn ich jetzt hier... Sie kann dann nur nach da. Da kann sie ja nicht hin. Wartet mal. Die Felder sind jetzt blockiert. Wartet mal, so rum. Ich muss hier irgendwie den Weg verbauen. Jetzt springt sie da wieder da unten hin. Ah, jetzt habe ich den Verkehr drum gedreht. Ich kann die da nicht wegbewegen, dann kann sie da hinziehen. So. 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 Oh. Was? Nein, verdammt! Oh, sie haben's überlebt. Na, Gott sei Dank. Meinst du, es könnte meine Chancen bei Gold verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken, ja. Immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Verwechslungsdramödie. Oh ja, hier sind wieder viele Sachen, aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. In dieser nicht mehr, ich muss mich jetzt erstmal erholen. So viel Gehirnschmalz. Ich habe ja noch mal fast
so halb so lange, wie ich hier experimentiert habe in der Aufnahme, versucht, sie da in die Enge zu treiben. Aber es ist mir letztendlich gelungen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Bose muss mal Staub putzen.